Hallo Leute, mein Name ist Martin Gröhr, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: mögliches Kalito Comeback. Außerdem gibt es Rick und Morty nächste Woche bei All Elite. Und wir haben natürlich auch wieder einige Infos zu Verletzungen, zu Crown Jewel, zur heutigen SmackDown-Episode und vieles mehr. Cody hatte diese Woche angekündigt, dass er diese Woche bei Dynamite eine große Ankündigung hat, betreffend von seiner Zukunft und von seinem aktuellen Stand und so weiter. Allerdings konnte das Ganze ja nicht gemacht werden, weil ja Chris Jericho und seine Bande dann ein bisschen genervt hat. Deswegen konnte also diese große Ankündigung nicht gemacht werden, aber Cody schrieb selbst auf Twitter, dass er das in einer der zukünftigen Dynamite-Episoden nochmal versuchen möchte. Dann gab es jetzt erneut einen Vorfall, wo NXT UK-Talente von der WWE aus Indie-Shows rausgenommen wurden. Denn eigentlich war bei einer Indie-Promotion in Montreal Mustache Mountain gebucht. Und die wurden jetzt aber von der WWE abgezogen und wurden jetzt ersetzt durch All Elite's Private Party. Also hier erneut ein Fall, wo genau bei einer solchen Sache All Elite einspringt und als Held der Nation quasi dann ihre Talente dahin schickt. Dann werden Rick und Morty nächste Woche sehr prägnant in der Dynamite-Episode zu sehen sein, denn Rick und Morty haben ihren Vertrag bei All Elite unterschrieben. Und das ist jetzt kein Hint für Wrestler, die Rick und Morty heißen, sondern es geht wirklich um die Charaktere aus der Rick und Morty-Show auf Netflix zum Beispiel auch zu sehen. Sehr lustig übrigens, guckt es auf Englisch, falls ihr es guckt. Und auf jeden Fall hat man geplant, in der nächsten Woche für den Start der nächsten Rick und Morty-Season so ein bisschen Promo zu machen. Und so wird man an alle Fans, die Bock drauf haben, Masken von Rick und Morty im Publikum verteilen. Das heißt, es sitzen dann im Publikum nächste Woche sehr viele Rick und Mortys. Wie lustig ist das eigentlich? Mal gucken, ob das auch alles so funktioniert, weil nächste Woche ist ja auch Halloween und so weiter. Dahingehend passt das natürlich auch. Wie viele Leute denn das machen, wäre natürlich richtig krass, wenn einfach mal alle mit diesen Masken da sitzen würden. Dann wie schon die letzten Wochen freitags hier eine kleine Preview zu SmackDown. Heute Nacht wird nämlich ebenfalls wieder eine The Miz TV Episode kommen mit Team Hogan und Team Flair. Allerdings schicken die nur hier bei der SmackDown-Episode nur ihre SmackDown-Talente mit ins Rennen. Trotzdem sind Hulk Hogan und Ric Flair auch wieder mit am Start, um natürlich Crown Jewel zu präsentieren. Dann werden Kofi Kingston und Big E antreten gegen Robert Root und Dolph Ziggler. Dann gibt es eine weitere Firefly Funhouse-Episode, was natürlich sehr interessant ist, nachdem ja eigentlich Seth Rollins die ganze Hütte abgefackelt hat. Und dann gibt es noch ein Match zwischen Nikki Cross und Mandy Rose. Und außerdem gibt es auch noch ein Face-Off zwischen Cain Velasquez und Brock Lesnar. Also auch hier wieder sehr viel auf dieses Crown Jewel ausgerichtet, was ja nächste Woche ist. Und übrigens, da Crown Jewel nächste Woche ist, muss natürlich am Donnerstag die Ausstrahlung für NXT UK ein bisschen umverlegt werden. So wird NXT UK vor Crown Jewel ausgestrahlt und dann halt der Pay-Per-View. Denkt auch dran, dass diese Woche bei uns wieder die Uhren umgestellt werden. Das heißt, dass alle Wrestling-Shows dann quasi wieder eine Stunde vorher kommen. Wenn ihr sonst immer Raw oder SmackDown oder so live geguckt habt, müsst ihr jetzt ab sofort, also ab Samstag dann, eine Stunde eher einschalten. Dann gab es auch diese Woche wieder die Einschaltquoten für die Wednesday Night Raws von NXT und von All Elite's Dynamite. Und auch hier wieder haben beide Shows Zuschauer verloren. Und das ist echt krass, denn normalerweise haben wir immer ein Hoch und Runter. Aber aktuell geht es bei den beiden Shows nur bergab. Und das ist eigentlich schade, weil die geben sich aktuell extrem viel Mühe, da einfach richtig geile Shows auf die Beine zu stellen. Da hatten wir diese Woche bei NXT 698.000 Zuschauer und bei All Elite 963.000. Und ich habe jetzt mal berechnet, wie viel prozentual Zuschauer schon in der Laufzeit verloren wurden. Denn NXT ist ja erst vor 6 Wochen auf das USA Network gewechselt und All Elite gibt es ja jetzt erst in der Form seit 4 Wochen. Und von ihren jeweiligen TV-Starts, wie viele Leute da zugeguckt haben, bis zu der aktuellen Episode, hat NXT einfach mal schon 40% verloren. Also 40% der Leute, die die erste Episode da geguckt haben, gucken jetzt nicht mehr. Das ist extrem viel. Bei All Elite ist das Ganze um 31% gesunken. Also auch sehr, sehr stark.
Zwar nicht so stark wie bei NXT, aber trotzdem, hier muss man aber noch dazu sagen, NXT läuft ja auch noch auf dem Network. Das darf man hier bei den Wednesday Night Raws immer nicht vergessen. Die Einschaltquoten auf dem WWE Network werden nicht veröffentlicht. Man weiß also nicht, wie gut lief denn jetzt NXT auf dem Network. Wie viele Leute haben denn das dann da geguckt, wie sie ja vorher auch mal NXT geguckt haben. Von daher könnte es sein, dass wenn man jetzt die generellen Zahlen nimmt, NXT vielleicht sogar doch noch über dem WWE Network läuft. Denn was man weiß, ist ja jede Woche, was die am meist gesehenen Shows auf dem WWE Network waren. Und da waren zum Beispiel in der letzten Woche NXT auf Platz 1. Das heißt, es sind immer noch sehr viele Leute, die NXT auf dem Network gucken. Nur man weiß halt nicht, wie viele. Das wäre ja mal interessant zu wissen. Dann wird es diese Woche nach der SmackDown-Episode wieder eine WWE Backstage-Episode geben mit Renee Young, Booker T, Paige und Christian. Also die Show, die man ja eh schon hier sehr hart herbeifiebert. Weil es da ja immer noch Gerüchte gibt, wird CM Punk da jetzt eingesetzt oder nicht. Es gibt jetzt allerdings auch schon News, dass CM Punk dazu gesagt hat, nein, ich habe keinen Bock darauf. Andere wissen es auch wieder nicht, also so richtig klar wird es wahrscheinlich erst, wenn die Show wirklich an den Start geht. Dann haben wir auch noch Cameron Grimes, da guckt man jetzt auch noch Tag für Tag. Der hat wohl irgendwie Probleme mit dem Hüftbeuger. Allerdings ist trotzdem immer noch geplant, dass er nächste Woche bei NXT ein Match gegen Tyler Bate hat. Und das steht auch immer noch. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch trotzdem nächste Woche dann einsetzbar sein. Und ebenfalls ein Update gibt es zu Luchasaurus. Der hat nämlich wohl doch nicht eine allzu schwere Verletzung, wie es am Anfang gedacht war. Erst hat man ja gedacht, dass er sich irgendeine Sehne gerissen hat. Aber jetzt ist es wohl nur ein Anriss und damit wird er wahrscheinlich jetzt erstmal einen Monat ausfallen, aber nicht wie vorher gedacht mit allen möglichen OPs und so weiter und dann halt bis zu 6 Monaten. Also wird Luchasaurus laut aktuellem Stand doch relativ fix wieder zurückkehren können. Und dann zu Crown Jewel. Die Matchcard für nächste Woche, die große Veranstaltung Crown Jewel am Donnerstag, ist weitestgehend jetzt so, wie sie ist, bestätigt. Es könnte zwar sein, dass noch 1-2 Matches mit dazukommen, aber das wären dann doch eher spontane Sachen, die jetzt nicht viel mit Storylines oder sonst irgendwas zu tun haben. Da könnte man zum Beispiel AJ Styles gegen Kevin Owens setzen oder noch viele kleinere Match-Konstellationen, die man da bringen könnte. Allerdings die Matches, die jetzt bestätigt sind, werden so, wie sie sind, stattfinden. Und dazu kommt auch noch, dass immer noch kein Frauenmatch auf der Karte ist. Aber wir sind nun mal in Saudi-Arabien. Da dürfen die das halt nicht. Auch wenn es immer zu diesen Events hier die Gerüchte gibt, dass die WWE da alles versucht, um irgendwann mal ein Frauenmatch stattzusetzen. Aber auch jetzt wieder nicht. Was natürlich jetzt eigentlich eine ziemlich coole Möglichkeit gewesen wäre, weil ja Becky Lynch so krass gerade over ist. Vielleicht hätte man das den Saudis irgendwie besser verkaufen können, wenn man gesagt hätte, wir lassen The Man antreten. Dann hatte ich euch letztes Mal schon gesagt, dass die WWE versucht hat, in Japan die Wrestling Promotion Noah zu kaufen, die das Ganze ja nun mal nicht wollten, da die WWE ja ihr NXT Japan Projekt so langsam an den Start bringen möchte. Jetzt ging das weiter, indem sie auch Stardome gefragt haben, aber auch die haben abgelehnt und jetzt gab es neue Vertragsgespräche mit Dragon's Gate, also auch eine sehr, sehr große Wrestling-Promotion dort vor Ort. Und das ist ja auch die Wrestling-Promotion, wo Neville, also Pac, direkt nach seinem WWE verlassen, dann als erstes aufgetreten ist. Und damit natürlich da auch schon ordentlich Aufmerksamkeit vorherrscht. Aber auch hier gibt es keine Infos darüber, ob die das jetzt alles so durchbringen können, ob die das Ding jetzt wirklich kaufen, beziehungsweise ob Dragon's Gate überhaupt verkaufen möchte. Trotzdem gibt es da wohl Gespräche. Mal schauen, was da rauskommt. Savio Vega hat zuletzt in einem Interview darüber gesprochen, dass die WWE Interesse daran hat, Carlito zurückzubringen. Er hat wohl in der letzten Woche mit Carlito darüber gequatscht und meinte dann halt als Tipp für ihn, dass er zusehen muss, dass er so schnell wie möglich irgendwo einen Vertrag bekommt, um das große Geld zu machen. Denn das, wie es momentan macht, ist zwar immer noch schön, um davon zu leben, aber das Big Money ist nun mal da oben zu finden und da ist halt nur All Elite oder die WWE, wo man halt richtig gut Geld verdienen kann. Das ist auch trotzdem jetzt keine Meldung darüber, wie gut die Vertragsverhandlungen dann in dem Sinne gelaufen sind, ob da schon mehr passiert ist, ob das also wirklich mehr forciert ist, aber trotzdem, Carlito zurück kann man machen.
Ja, von daher war es das erstmal mit den News für heute. Denkt natürlich dran, Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren, Kanalmitgliedschaft abschließen und natürlich einen wunderschönen Tag haben. Eure Meinung gerne zu allen Themen in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht nicht mehr so dolle, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.